Du sexy for my love, love's going to leave. So sieht er aus, der Tropfen, der die Gemüter in der Pfalz in Aufruhr versetzt. Wir stellen vor der Pornfelder, in sinnlichem Rot oder als sanfter Rosé. Hinter der schlüpfrigen Idee steckt eigentlich ein Scherz. Ein damaliger Mitarbeiter hat auf ein Fass reinen Dornfelder, um mich so ein bisschen so zu necken, Pornfelder draufgeschrieben gehabt. Ich habe das dann fotografiert und habe es bei Facebook hochgeladen und gedacht, hey, das ist ja irgendwie witzig, sollte man mal so füllen. Und damit auch wirklich drin ist, was draufsteht, mischt der junge Winzer Lukas Kraus Trauben der Rebsorte Dornfelder und Portugieser, kurz Pornfelder. Vater Harald, der mit seinem Sohn das Familienweingut in Lambsheim führt, fand anfangs gar nicht witzig, dass der Sohnemann den Pornfelder auf einer großen Weinmesse präsentieren wollte. Ich konnte nicht schlafen wegen dem Pornfelder, mir ist dann doch vieles durch den Kopf gegangen. Ich dachte aber auch, die Fahrt nach Frankfurt muss ich nutzen, um alle deine Bedenken und sonstiges und Ideen und was dir an Gedanken durch den Kopf gegangen ist, musst du ihm jetzt das sagen. Und doch Lukas überzeugt seinen Vater. Er entwickelt zusammen mit einer Werbeagentur passend zum Namen ein schlüpfriges Logo, das für Ärger sorgt. Dem Jungwinzer wird Sexismus vorgeworfen. Dabei schwört Kraus, ihm geht es nur um Wein. Beim Roten nicht zu, schon ein gewisses Gewicht, aber auch nicht zu schwer. Und beim Rosé einfach eine schöne Frucht und Spritzigkeit und Trinkigkeit. Also keine unglaublich komplizierten Weine, sondern wirklich auch ja, eben der Spaß vom Etikett über den Namen in der Flasche auch weiter fortgesetzt. Viel Kreativität für einen Markt mit Tücken. Denn immer mehr Weintrinker kaufen ihre Weine nicht mehr direkt beim Erzeuger, sondern bei Aldi, Lidl und Co. Deshalb müssen Winzer aus der Region ihren Kunden mehr bieten. Es geht darum, nicht mehr nur eine gute Flasche Wein zu kaufen, weil die kriegt man in heutigen Zeiten überall, sondern es geht darum, ich will eine gute Flasche Wein vom Winzer Lukas Kraus kaufen oder ich will eine gute Flasche Wein mit einem witzigen Namen, mit einer guten Geschichte hinten dran kaufen. Eben genau die Dinge, die man im Supermarkt nicht bekommt. Es scheint, als hätte Lukas Kraus genau damit den Geschmack getroffen. Inzwischen verkauft er pro Jahr fast 65.000 Flaschen Pornfelder Cuvée. Vor allem über das Internet. Und alles nur wegen einer Schnapsidee.